La da dee da da die da da. La da dee da da die. La da dee da da die. Au, der haut. Leck mich fett. Da da dee. Bei Let's Play Dark Souls 3. So, genug damit. Ich laufe. Oh yeah. Ja, also mir wurde geschrieben, ich soll ein Schild benutzen. Warte nochmal. Könnte Archibald Spectre gewesen sein. Ich sollte mir wieder mehr Schild gönnen. Aber ja, jetzt hat sich der Milk Amnon gewünscht, dass ich in der Artorias, also in der Wolfsritterrüstung, weil die heißt ja so, Artorias Rüstung, dass ich damit rumlaufe. Und ich tue es. Ich meine, ich habe sie schon mal vorgelesen. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt bin ich hier nochmal gerade auf dem Weg zurück. Und kille Gegner, die ich schon mal gekillt habe. Ja, genau. Die ich schon mal gekillt habe. Weil... Oho. Weil mir The Lego... Nein. Scheiße. Okay, dann killen wir erstmal dich. Eins. Zwei. Und jetzt... Jetzt zack. Bums. Oh, Shane. So, der ist hinüber. Es freuen sich Leute, wenn ich diese fliegenden Baumstammgegner hier irgendwie mal bekämpfen darf. So, es gibt irgendwie, wie mir The Carter mitteilte, hier irgendwie bei diesem Gang, hat er mal nicht geschrieben. Und das sah für mich nach dem Gang aus, den ich... Der zeigt nach oben. Sieht man von diesen komischen Dinger von hier aus auch schon? Ah, da sieht man sie. Dass es hier irgendwie zwei aufeinanderfolgende Geheimgänge irgendwie geben soll. Hat er gedacht, hier in diesem Gang wäre das, bei dem Zeitstempel, den er mir da mit, ja, mitverlinkt hat. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Was machen wir jetzt? So, dann brumm, 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 brumm. Brumm. Und, jawohl. Okay, da ist getötet worden. Auch wenn dieses Schwert wahnsinnig unschnell ist. Probieren wir es mal. Wie war das nochmal? Ah, so war's. Schmerzen! Schmerzen! Jetzt gibt's den Zuckerguss obendrauf. Ja, versuch's doch. Ah, oh, da ist schon wieder. Ja, irgendwas ist mit diesem Baumstämmen los. Vielleicht ist es ein Boss oder viel schlimmere Dinge. Okay, jetzt haben wir. Ja, genau. So, wenigstens werde ich nicht aufgehalten beim Rumschlagen. Jetzt habe ich diesen Außenbereich hier fast durch. Hier drin wird es nicht sein. Irgendwas mit einem Gang. Irgendwelche Geheimgänge. Aber vielleicht vertut er sich. Und ich habe schon alles durch. Der ist schon rund. Steht der normalerweise immer da? Das ist mir jetzt... Jawoll, ja! Haha! Aua! Aua! Weg! 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 Komm doch! Was? Hat er seine Dinger weggeschmissen oder was? Nein! Aua! Zack! 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 Haha! Und Parryman schlägt zu! Ja, ich brauche kein Schild. Meist, manchmal. Bums! Schade, dass man ihn mit einem Sprungangriff nicht staggern kann. Yay! Mehr große Titanitscherben braucht das Land. Das Einzige, was mir... Ja gut, hier die Außenwand umzurollen, macht jetzt auch nicht viel Sinn. Sonst? Ja, ich würde sagen, da bleibt nur noch die Leiter oben irgendwie übrig. Ansonsten wüsste ich nicht, wo dieser Doppelgeheimgang sein soll. Aber egal. Ich habe das Ferenschwert. Ich habe es vielleicht schon gesagt auf plus 4. Oh, nee, hier habe ich... Oder war hier noch ein Geheimgang? Weil Doppelgeheimgang. Oder ist hier durch das Bild noch ein Geheimgang? Nein. Oder hier? Nein. Hier vielleicht? Auch nicht. Nee. Also den Geheimgang, da habe ich ja gefunden. Aber den Rest quasi nicht. Hier ist auch nichts. Nix. Und hier ist nur noch, ja, Dachgebälk und so ein Krams. Und ich wüsste nicht, wo hier noch irgendwie Geheimgang irgendwo hinführen soll, ne? Außer jetzt hier über die Dächer, die die Welt bedeuten. Aber das glaubt der Bernis hier gerade eher nicht. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein kaputtbares Gelände. Aber hier unten müsste ich, glaube ich, auch schon durchgekommen sein. Ja, da ist die Schatztruhe, die offen ist. Ja, also keinen blassen Schimmer. Ne. Also, wenn ich jemand übersehen habe sollte, wüsste ich jetzt nicht, wo es sein soll.
Da brauche ich mehr Details. Gut, also kümmern wir uns um andere Details. Moment, ich muss gleich nochmal auf meine Notizen gucken. Und zwar, Archibald Spector oder Archibald Spector hat mir geschrieben, Moment, Gang. Ich probiere jetzt nochmal hier Gang. Da ist nichts am Gang. Hier auch nicht. Oder hier der Gang. Obwohl, wo soll hier ein Geheimgang dann sein, ne? Wüsste ich jetzt auch nicht. Oder meint er den Gang hier? Aber hier habe ich ja auch schon alles abgerollt. Naja, soll jetzt erstmal wurscht sein. So, der Archibald Spector hat mir geschrieben, dass... Moment, war er der das? Ja. Naja, halbwegs zumindest. Dass es dort, wo ich diesen Ritter besiegt haben sollte, oder habe, in der letzten Folge, dass es dort mehr Truhen gibt. Und ich habe sie alle übersehen. Oder, also nicht alle, sondern die, die ich übersehen habe, habe ich übersehen. So, wo war das jetzt? Das war, glaube ich, jetzt hier rüber. Und dann links herum. Und dann gucken wir uns das nochmal unten rum an. Dann muss ich mir nochmal nachdenken, wo wir danach langlaufen. Da gibt ja ein paar Möglichkeiten, ne? Snurp, snurp. Zack. Oh ja, genau. Okay, da ballern sie. War ich hier unten schon mal ein? Ja, natürlich trifft er mich hier, ist klar. Moment, das ist der untere Weg, glaube ich. Hier runter war das. So, dann wollen wir die uns mal eben holen. Und dann gehen wir noch ein bisschen zurück, weil... Hier gab es nämlich auch noch was. So, ich soll auch nicht so zappelig hier rumlaufen, weil dann übersehe ich alles. Gut, da haben wir schon mal festgestellt, ob ein Mimik drin ist oder nicht. Oh, noch zwei Funkeltitanit. Naja, sagen wir mal so. Hundertprozentig wichtig war das jetzt... Oh, da ist noch einer. Hundertprozentig... Ja, ich laufe wirklich zappelig rum. Das passiert halt, wenn man gewohnt ist, dass das, was man mitnehmen kann, irgendwie blitzt und blinkt und von allem anderen heraussticht. Ah, super, ja, mich hinter diese beiden Schatzen. So, jetzt gucken wir nochmal weiter, ob ich noch was übersehen habe hier. Vielleicht den Geheimgang an dieser Ecke? Nein. An dieser Ecke? Nein, auch nicht. Okay, mich deucht, da habe ich jetzt alles mitgenommen, was da ist. So, was haben wir noch? Ah ja, genau, der Cartram hat mir auch noch geschrieben, dass wenn man den... Genau, den Overbeck umhaut. Ne, hier ist der falsche Weg. Muss ich wieder... Wo war das noch? Hier drüben, ne? Wenn man den Overbeck umhaut, dann kann man von der Händlerin am Schrein... Nee. Wo zum Teufel bin ich hier? Kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Ich bin hier irgendwo, wo ich, glaube ich, noch nicht gewesen bin, oder? Da muss ich mal wieder zurück... Oh Gott! Geh mal hier, ich meine, roll mal hier die Treppe rauf, sonst sterbe ich gleich weiter. Na! Ich versuche nur die Gegner hier anzuvisieren, das ist alles. Aha! Verzweifelt! Hui! Und jetzt kommt der Turbo-Bert an hier. Nein, kommt er nicht. Aber er nimmt dann mit. Naja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann. Haben wir schon mal den Weg freigeräumt, halbwegs zumindest. Fuck, ich wollte eigentlich gerade eine andere Sache machen, aber egal. Ich bin interessiert an diesem Teilgebiet hier. Geht das? Moment, oder das ist der Weg? Das könnte, ah, das ist, glaube ich, der Weg, den ich gehen sollte, ne? Ja, da, der kann mich mal da unten. Genau, das wurde... Das habe ich total übersehen. Wie kam das denn? Moment, wir hatten mal gesagt. Muss gerade mal ein bisschen lesen. Ja, genau, Kenkalix 19 war es. Der hatte mir geschrieben, unter der Brücke, da geht's weiter. Ein neuer Weg, wenn du links lang gehst. Dann kommst du hier lang. Okay, musste ich nicht unbedingt die Brücke lang, sondern ging auch der Weg entlang. Aber den hatte ich mir jetzt auf dem Programm hier geschrieben. Ich mache mal hier ein bisschen weiter. Ich hoffe, der ist nur kurz und optional. Weil ich muss doch an andere, möchte an anderer Stelle noch mal. Oh oh. Oh oh. Tata! Tata, 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 tata. Oh ja, von wegen. Tata. Hol! Achso, ich bin schon tot. Scheiße! Es könnte ein Fehler sein, dass ich die Gegner übrig gelassen habe, die hinter mir stehen. Ich habe noch keinen Kampf gekämpft. Oh Gott, da steigen die komischen Viecher auf. Es sollte... Moment, da oben liegt was. Zwei von denen gleichzeitig ist ein übles Spiel, was sie mit mir... treiben. Vor allem mit so Lahmarschwaffen, die ich hier habe.
Kommt der Affe schon wieder angelaufen. Ich meine ja nur, ne? Saufi. Jo, genau. Da, dann wechseln wir mal. Wo geht's denn hier weiter? Gar nicht, scheiße. Oh ja, oh ja. Das ist gut. Das ist perfekt. Oh Mann, ist das toll. So viele Gegner gleichzeitig. So, jetzt hau ich dich erstmal tot. Wow. Mit einem so schnellen Schwert macht das echt viel Spaß. Achso, das sind die, die hinter mir... Jetzt kommen die natürlich auch noch mal hinter mir, von hinter mir her. Obwohl sie sich eben nicht geregt haben. Das ist ja mal Kacke. Das ist mal super Bullshit. Ey, ich möchte meinen Spezialangriff wagen. Genau. Nur scheiße, dass du was tun... Darf ich auch was tun? Danke. Roll! Nein, du nicht! Oh. Ja, also, bumm, bumm, bumm. Ich verbrauche jetzt alle nur... Das ist hoffentlich mal Spezialzeug. Das ist cool. Oh, das ist cool. Bester... den muss ich immer benutzen. Guck mal, was jetzt kommt. Das war der Falsche. Mann, was habe ich denn jetzt gemacht noch? Bums. Bums. Oh, ist das gut. Ist das gut. Yes. Yes, yes, yes. Oh, yes. Ich habe gerade das Gefühl, ich kann das mit einer Armee von Zwergsoldaten aufnehmen gerade. Na, da oben ist was Leckeres. Aber warum sitzen die hier in der Ecke? Für gar nichts? Nee, für gar nichts. Wozu ist das da? Das muss doch irgendeinen tieferen Sinn haben hier. Ich meine, das ist eine schwere Stelle. Zwei Arschlöcher, die viel stark sind. Ja, die viel stark sind. Die sehr stark sind. Und sonst gar nichts. Ja, sonst wirklich gar nichts. Hier war noch nicht mal irgendeine kleine Belohnung. Nur da oben. Aber da kommt man wohl auf andere Art und Weise hoch, nehme ich an. Kann ja nicht schlecht aufs Geländer klettern. Naja, da bleibt mir eigentlich nur unverrichteter Dinge, hier wieder wegzuziehen. Fort. Von dannen zu ziehen. Was anderes? Ich meine, ich kann jetzt nochmal hier gucken gehen, aber... Ich meine, hier sind ja nur Gegner und sonst gar nichts. Da hinten überhaupt nichts. Oh, yes. Ich glaube, die Lost Break-Rüstung habe ich auch noch nicht. Da unten der Pizzelmann. Und sonst da hinten hoch und dann kommen wir in dieses Optionalbereichsteil. Also, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie gedacht, ach, falls jemand hier eine optionale Herausforderung sucht, da wird er fündig. Kein Problem. Genau. Oh. Das ist wahrscheinlich wieder jemand verwandelt worden oder sowas. Oder hat sich verwandelt, nicht verwandelt worden. So, da ging's runter, hier ging's hoch. Hier habe ich, glaube ich, noch nicht zu Ende erkundet, da machen wir ja erstmal weiter. Hier habe ich, glaube ich, mal nachgeguckt, aber da sitzt der Drache noch. So. Ach so, Quatsch. Oder war das hier schon alles? War das schon alles? Jetzt gerade noch mal hier rein. Aber hier komme ich auch nur dahin, wo ich schon alles umgebracht habe. Okay, dann würde ich sagen, ist der Bereich eigentlich völlig abgedeckt. Oder ich habe irgendwas Nettes übersehen mal wieder. Aber da werden mich meine tollen und treuen Zuschauer Lies schon drauf vorbereiten. So, dann mal weiter. Moment. Da komme ich wohl noch nicht rein. Könnte vielleicht ein Boss oder sowas sein. Ich gucke jetzt nochmal hier, ob ich vielleicht einen kleinen Geheimweg, so den Dienstboteneingang finde. Aber das wohl nicht. Jetzt kann ich mir mal ein schlaues Heftlein hier nehmen. So, Coke Light Man. Hat mir geschrieben, sobald die Schleime... Ach ja, stimmt, hier kam jetzt der... Kamen die fiesen Penner. Genau, die fiesen Penner kamen hier. Die ganz vielen... Fiesen Penner. Wie wär's, wenn ihr runterklettert? Oh, ist das ein Scheiß. Mal sehen. Nee, wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz zurück zum Leuchtfeuer. Das hat keinen Sinn hier mit 6 Esters und halben Lebenspunkten, also mit 5 Esters quasi, rumzurennen. Meine Herren. Warum habe ich die vorher nie gesehen? Die Dinger meine ich. Wo ist das Leuchtfeuer? Ah, da unten ist das Leuchtfeuer. So, auch wenn es nur schleppend langsam vorangeht. Ist mir gerade wurscht. Möchte auch etwas Fortschritt sehen. Ich versuche es jetzt vielleicht mal mit dem Spezialangriff dieses Schwertes, den Schleimi, den Fußpilztypen, da am
Fuß des Drachens zu erledigen. Es soll auch kein Bug sein, dass die hier umkippen. Coke-Lightman hat mir geschrieben, dass es so ist eigentlich, dass wenn die diese komischen, ja, Drachen, Tyrannosaurus Rex-Kopfgegner irgendwie quasi von ihrem Wirt ablassen, was da passiert ist, dass ich den Fuß näher gegangen bin. Danke, dass sie, oder dann der Wirt stirbt. Und das ist dann wohl passiert, dass die beiden Drachen, das soll kein Bug sein, dass sie... Oh, ist das zum Kotzen? Diese Stelle ist einfach nur kacke gemacht, finde ich. So, oh, der ist da vorbeigegangen, jetzt können wir alle runterkommen. Der halbe Mist von Reichweitengegnern, der andere Mist von Nahkampf-Heinis. Na gut. Warum mache ich nicht den Superangriff hier? Und jetzt schön um die Ecke, weil wir den Dings damit übergehen. Oh. Yes. Ich meine, das hat doch dieser eine Invader auch getan, ne? Der hat mir auch... Also, ach Gott, nicht dieser eine Invader. Und zwar kurz vor Anor Londo, nach dem Sulivan, wo diese blauen Geister dann kamen. Der hat doch auch... Der eine, gegen den ich gut war, bis sein zweiter Typ da gekommen ist... Dem habe ich doch auch ganz ordentlich zugeheizt, aber der hat andauernd diesen Angriff gespammt. Jetzt kann ich verstehen, warum er es getan hat, weil man da eigentlich ganz gut mit zurechtkommt. Ich würde es, glaube ich... Wo war die Leiter? Ah, da war die Leiter. Ich glaube, ich würde es auch versuchen. Spricht nicht unbedingt für mich, aber ich bin halt ehrlich. Da kann ich den noch den Kopf werfen. Angst. Oh Gott. Upsi. Also ich glaube nicht, dass... Ich meine, man... Was, der ist tot? Ja, komm, lasst euch fallen hier. Achso, das waren die, die überraschungsmäßig vorbeilaufen. Ich bin mir nicht sicher. Also eigentlich bin ich mir gerade schon recht sicher. Und zwar, im Nahkampf zu besiegen, das Teil nicht möglich. Also, außer ich bin fast tot, wie ihr gerade gesehen habt. Weil, es tut mir leid, ich werde jetzt einen Bogen auspacken. Ist mir scheißegal. Ich sehe jetzt gerade kein Opening, das zu tun. Ich kann warten, bis der was getan hat. Und dann ist gut. Was nehme ich denn jetzt hier? Oh Gott, ich sollte mal Bögen aufleveln oder sowas. Der scheint mir hier am stärksten zu sein von den Dingern. So. Wo ist der? Was ist der Kopf? Hm? Achso, ich kann mit dem gar nichts anderes schießen. Scheiße. Okay. Dann... Ach, ich nehme jetzt das Teil hier. So. Einfacher. Nein. So. Jawohl. Peaks. 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 Ich weiß, es ist billig, weil ich vor allem von dem Krams nicht getroffen werde. Aber ich sehe einfach keine Möglichkeit, den im Nahkampf zu besiegen. Wenn ich darauf warte, dass er sich ausgekämpft hat, dann kann ich zu einem Schlag hingehen, wird trotzdem getroffen. Ich weiß nicht, ob er irgendetwas in seinem Angriffsmuster drin hat, wo er dann so lange zumindest mal ruhig ist, dass ich ihn nicht oder dass ich keinen direkten Gegenangriff reinkriege. Aber ich habe es nicht gefunden und ich möchte jetzt hier keinen Sekundentod sterben. Und jetzt würde ich nur die Seelen des Drachen auch bekommen. Oder sowas. Und sie würden verschwinden. Oh! Nett. Ich meine, ist das nicht wahnsinnig viel, aber es ist okay. Nur wie man dahin... Ja, über diese Brücke wird man wohl wahrscheinlich dahin kommen. Jetzt verschwindet er, aber dafür ist es jetzt eigentlich auch egal gewesen, oder? Ich meine, er muss jetzt nicht zwangsläufig verschwinden für mich. Dafür habe ich es nicht getan. Okay. Ich würde jetzt vermuten, dass die Treppen nach oben irgendwie zu dieser Brücke führen, aber... Jetzt möchte ich wissen, wo diese Penner hierher... Ob dieser... Ach nee, Quatsch. Hier bin ich hingegangen, um den Flügel anzugreifen, ne? Jetzt frage ich mich gerade... Achso, ah ja, stimmt, das war der Durchgang. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier, ob ich irgendwas Sinnvolles übersehen habe. Es sieht nicht danach aus, auch hier nicht. Nachdem jetzt alles weg ist, Gott. Dann gehen wir mal den Weg weiter nach oben. So, ich möchte noch gerade ein ganz kurzes Wort an diejenigen richten, die mir geschrieben haben, dass ich doch mal gucken soll, irgendwie vor der Kathedrale des Abgrunds an irgendeinem Leuchtfeuer, da wäre irgendwas, wo es mit Sigvard von Katharina weitergeht. So, die beiden Leitern scheinen zur selben Stelle zu führen. Ich probiere hier gerade mal, weil ich ein Zeichen gesehen habe. Ich beabsichtige jetzt nicht unbedingt
die Siegwart von Katarina Quest in diesem Durchgang weiter zu vollziehen, weil ich da das Wichtigste schon wohl für ihn übersehen habe. Das versuche ich dann mit meinem Magier abzuwickeln. Oh, danke. Das versuche ich mit meinem Magier dann abzuwickeln. Und ja, oder mit einem weiteren Durchgang oder sowas. Also müssen wir mal gucken, Lebt das? Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den super sinnvollen und wertigen NPC umgebracht. Aber ich glaube es nicht. Die halten für gewöhnlich etwas mehr aus. Oh, 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 oh. Bitte nicht die Mimik hauen. Danke! Oh, diesen Modus mag ich nicht. Oh! Diesen Modus mag ich sowieso nicht. Shit! No! Mann! Was spuckt sie da aus? Speichellecker! Aha! Hiepfuiba! Mach was! Oh shit, falscher Knopf! Oh, ist das gut! Oh, ist das schlecht gerade für mich! Oh, ist das gut! Weiter geht's! Jetzt nicht mehr! Hui! Ich hab nichts mehr zum Rollen! Genau richtig! Die ist runtergefallen, aber jetzt wollen wir nochmal richtig ran hier in einer Zeit. Okay, es ist tot! Was zum. Falsch! Wie wär's damit aufstehen hier? Achso, der ist nicht richtig drum rumgekommen, deswegen ist er zwischendurch stecken geblieben. Was ist das denn? Oh, 3 Titanitschuppen! Schon wieder viel zu viel gefarmt gehabt, um das Schwert hier aufzuwursteln. Aber ich glaube, jetzt habe ich von den Bosswaffen soweit alles auf plus 4, was mich interessiert. Unter anderem auch eine ganz besondere Waffe mit einer ganz besonderen Rüstung, die ich definitiv auch noch hier zeigen möchte. Jawohl, ja. So, sind sie jetzt alle platt hier? Guck mal, was könnte das jetzt hier gewesen sein? Scheint so ein bisschen eine Art... Ja, Bibliothek mit, keine Ahnung, vielleicht der Mittagstisch in der Bibliothek oder sowas. Unten waren ja auch schon Bücher. Und hier ist der kleine Lustgarten. Ja, und ich hatte Lust, diese umzubringen. Wurfmesser. Sonst noch irgendwas, was hier aufstehen möchte? Nein. Ah, und noch mehr Titanitschuppe. Ja, ich weiß ja nicht, wann ich was brauche an Waffen. Deswegen habe ich das Zeug einfach mal gefarmt. Ich weiß ja nicht, was als nächster Wunsch sich hier offenbaren wird. Gut. Das war da dran wohl hier auch. Ich bin mal gespannt. Obwohl, das könnte... Moment. Hahaha, ein Schalter, den habe ich gesehen. Und weitere enthauptete Ritterstatuen. Aber es sind ja nicht die Statuen, wo... Ah, hier liegt noch irgendwas hier rum. Was stapft denn dadurch? Hi. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich da unten schon mal war. Oder so ähnlich. Aber ich... ziehe jetzt einfach mal hier am Hebel. Achso, das ist wahrscheinlich das Tor? Es ist das Tor. Gut, ich hätte jetzt erwartet, dass das Tor da unten irgendwie ein Hebelchen ist. Aber was soll. Aber so, Moment. Jetzt ist natürlich the question, wie komme ich nach da oben? Na gut, das könnte vielleicht auf der anderen Seite sein. Aber da, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, mir geschrieben hat, dass er ebenfalls noch nicht irgendwie den Weg gefunden hat zu dem anderen weißen Drachen. Oder zu dem weißen Drachen. Nach da werde ich eventuell diesen Weg ebenfalls übersehen. Was ich eigentlich nicht möchte, aber muss man tun, gell? Wie hat der mich da hinten gesehen? Oh Gott. Guck mal, proaktives Handeln. Bums. 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 Aber es ist nicht unbedingt... Oh, scheiße. Der kommt natürlich schön hinterhergelaufen. Das ist mal ganz toll gemacht. Das sind 2 Stück. Vielleicht ein Privatheiler für jeden von... So, das Problem ist... Halt der den... Was? Der lebt immer noch? Scheiße. Oh, ich hatte gehofft.
Dass ich den anderen noch staggere. Also den Rotaugenritter hier gerade. Fuck! Hä? I'm afraid of no red eye rides. Auch wenn ich... afraid of red eye knights gerade bin, aber... was ist dieser... so. Scheiße! Was ist das denn? Nicht versagen! Aha! Oh, ich habe so das Gefühl, dass sie keine Standardgegner sind. Aber da oben, oder hier war irgendwo noch ein anderer Typ rum am Laufen. Oh, gesegneter Edelstein. Weiß gar nicht, ob ich sowas habe schon. Das ist eine seltsame Kombination. Die Rotaugen-Ritter scheinen sich maßgeblich da aufzuhalten, wo diese Rittergräber oder was es darstellen soll, sich befinden. Ansonsten habe ich nur diesen einen da mal gesehen, den einfachen. Dort, wo man in der Nähe von Fort oder wo Emma sich befunden hat. Ich überlege gerade auch irgendwie, weil mir The Cartoon gesagt hat, dass dieser Degen von diesem Eisritter, dass der sehr gut sein soll, für meinen Magier zumindest, ob ich versuchen soll, die Tänzerin frühzeitig zu besiegen. Ich glaube zwar nicht, dass das scheiße gut ist, aber... oi! Duck! Oh, das ist eine sehr schöne Kombination, muss ich sagen. Selbst gegen diese Schildritter hält es ganz gut durch. Das ist natürlich... jetzt werde ich noch ein bisschen inspizieren, weil diese Rotaugenritter, die sind auch natürlich sehr, sehr... ja, ressourcenraubend und nervenraubend. Zumindest für mich noch, soweit ich mich mit denen noch nicht so gut auskenne. Deswegen werde ich wohl oder übel mal versuchen... ob ich hier irgendwie durchrennen kann oder sich hier ein weiteres Leuchtfeuer befindet. Ich meine, das erste, das andere da draußen ist noch nicht so allzu weit weg, ne? Da kann man hier einfach relativ schnell durch. Könnte aber natürlich sein, dass sich jetzt hier auch irgendwie noch so ein Boss-Türchen befindet. Damit nicht so zackig und wild rumlaufen. Deathborn wünscht sich ein bestimmtes Liedchen von mir. Ja, ein bestimmtes mit einer bestimmten Waffe. Ich sage jetzt nur, kommt noch. Ich versuche es zumindest, dass es noch kommt. Ich gehe davon aus, dass das Spiel jetzt noch nicht nach dieser Folge vorbei ist. Und auch nicht nach der nächsten. Oder doch? Ein Boss-Tor. Es ist ein wenig seltsam, oder? Ich meine ja nur. Ein Aufzug. Auf der einen Seite haben sie am Anfang des Spiels, oder gerade am Anfang des Spiels, schade, haben sie doch sehr, 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 sehr wenige Bosse durch so ein Boss-Tor angekündigt. Und jetzt, gegen Ende des Spiels, fangen sie plötzlich an. Okay. Jetzt hat man hier auf den Kopf von dem Drachen... ist das zu überleben? Hm. Doch vorher. Ich hoffe, dass die danach nicht wiederkommen. Moment. Hä? Ach so, muss ich das machen. Erst 100... 26, statt es sind auch 126, ist es egal. Also ich bin jetzt mal so frei und mach das, weil ich möchte nicht da runterspringen und dann bis Ende im Gelände. Aber jetzt so platt. Auch, ja, ich sollte vielleicht noch ein bisschen farmen und meinen Bogen ein bisschen aufnehmen. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich den in diesem Durchgang jetzt großartig verwenden werde. Bei dem anderen habe ich es nicht gemacht, weil ich einfach nicht an ihm vorbei in den Rücken komme. Und das war bis jetzt, glaube ich, so mit meiner einzige Möglichkeit, großartig was gegen diese hochaggressiven und scheinbar keine auf Ausdauer ausgelegten Gegner zu sein, gegen die was machen zu können. Deswegen hoffe ich... gut. Kann man diesen Sprung, der sieht danach aus, als würde ich ihn überleben. Ging da gerade eine Pfeife, oder? Okay! Es gibt in der Tat so einen komischen Boss. Der besteht aus... sowas hier. Ich habe es gerade gesehen. Kann man den auch aus der Ferne, also mit dem Bogen erlegen? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, ich würde es gerade gleich gerne mal ausprobieren. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Meine Orientierung sagt mir, ich habe schon wieder vergessen, wo ich hergekommen
Hier waren wir aber noch nicht, oder? Na doch. Doch, hier, oder? Ich kann mich... Nee, hier waren wir noch nicht. Dann gucken wir uns hier drin nochmal ein kleines bisschen aus. Rostige Münze, okay. Shuffle. Moment, wie viel... Ach, scheiße, meine Uhr ist jetzt woanders. Um nicht wieder so eine wahnsinnige Überlängenfolge zu produzieren. Okay. Und dort sind wir reingekommen. Es ist natürlich, kann natürlich sein, dass der optional ist und ich hier richtige weitere Wege finde. Auf diesem Balkon zum... Hm. Müsste das... Müsste das hier nicht diese Brücke sein, wo der Typ drauf stand? Oder ist das mal wieder irgendwas, wo ich mich jetzt wieder total verhau? Was ist hier unten? Okay, das ist keine Seite von... Oh! Ja, der ist aber sehr, sehr spät, der rote Tränensteinring. Vergleichsweise zumindest zu anderen Dark Souls-Spielen, wo man ihn viel früher finden kann. Aber vielleicht ist er... Ist das der... Shit. Ich meine, ich habe woanders auch noch einen Aufzug gesehen. Jetzt weiß ich aber nicht... Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz hier runter gucken. Vorrichtung bewegt... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der andere Aufzug gewesen ist. Das könnte der quasi... Obwohl, da war auch so ein Ding. Moment mal. Ich glaube, das war hier drin, oder? Dann ist das aber ein anderer. Aufzug. Nee. Hä? Oder doch? Tut mir leid, wenn ich gerade so verwirrt bin, wie immer. Oder war hier wird? Nee. Verdammt nochmal, wo war denn der andere Aufzug nochmal? Das ist zur Not, glaube ich, hier offscreen noch ein bisschen rum. Ich habe hier soweit alles umgebracht, bevor ich dann mich aufleveln gehe mit den Seelen, die ich gerade habe. Weil mich jetzt dieser eine Aufzug jetzt doch sehr interessieren würde. Und das war doch nicht der, sonst hätte ich das Zeug doch eingesammelt. Oder war der hier drüben? Ah, hier war er. Dann drücke ich hier nochmal kurz drauf. Und es gibt ja noch die Leiter. Ich frage mich jetzt gerade nur, wo das jetzt noch hinführen soll. Oder war ich jetzt doch noch nicht drin? Erstmal schön hier runter. Nee, das war, glaube ich, kein Weg. Das war nur Verzierung. Genauso wie das hier. Genau, da ist Mauer dahinter. Mann, geht das tief. Also beim Hochfahren gucke ich nochmal auf die andere Seite, ob ich da was übersehen habe. Aber... Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Von da bin ich reingekommen. Dann könnte ich von der Tänzerin aus gesehen hier lang hoch. Aber was bringt es mir, das... Durch die lange Aufzugfahrt scheint mir der Weg länger zu dauern, als wenn ich von dem Drachenhort-Leuchtfeuer aus einfach da hochlaufe. Und dann in den Bossraum rein. Ich hoffe, die haben jetzt hier nicht irgendwo ähnlich wie im Old Iron King DLC irgendwie einen Geheimgang eingebaut, wo man während des Aufzugfahrens einen Knopf drücken muss. Also zum Aufmachen oder sowas. Gut, dann... Ach ja, stimmt. Das ging nur von der anderen Seite auf. Vielleicht komme ich jetzt... Wisst ihr was, das lassen wir uns für das nächste Mal übrig. Aber bevor wir das tun... Ja, vielleicht gehe ich tatsächlich gar nicht zurück, sondern... erkunde dann so noch zu... Wo war denn das? Ich bin so verwirrt heute. Ah, hier war es. Okay. Ich will nicht so umbringen, falls es möglich ist. Aber ich will einfach mal was austesten. Okay. Moment, da steht es. Okay. Also entweder... Nee. Also... Notfallplan B, falls es gar nicht gehen sollte, funktioniert zumindest hier jetzt gerade nicht. Okay. Doch was befindet sich diese Leiter hier da hoch? Und überleben wir den Sprung nach unten? War das das, wo der Drache war? Ich hätte es nicht umbringen sollen. Überleben wir den Sprung nach unten? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3. Bis dann. Ciao, meine Lieben.